in diesem Monat. Wenn du deine Gitarre weiter so zertrümmerst, gewinnen wir nie das Battle der Bandagen. Oh. Zum letzten Mal, Bubbles. Es heißt Battle der Bands und nicht Battle der Bandagen. Leute, entspannt euch. Ich krieg das hin. Ich kenn da wen. Yo, Steve. Ich brauche eine neue Gitarre. Die hier ist defekt. Tut mir leid, Kleine. Geht nicht. Du gehörst zu denen, die nicht mehr umtauschen dürfen. Du kannst doch nicht ständig deine Gitarren schrotten. Komm schon. Gitarren zu schrotten ist doch gerade das, was einen überhaupt erst zu einem richtigen Rockstar macht. Was ist mit Thrash? Sie ist der metalhafteste, abgefahrenste Rockstar, der je die Audiosphäre zerschmettert hat. Sie hat bisher jede Gitarre zertrümmert. Sogar die, die nicht ihr gehört haben. Sie war ein Rockgott. Ich kann dir trotzdem nicht helfen. Aber das Battle der Bands ist schon morgen. Oh, ich würde echt wirklich alles darum geben, ein Rockgott sein zu können. Na gut, Kleine. Ich hab da eine Idee. Wirklich? Ja. Jetzt pass auf. Total abgefahren. Wow. Ja, wow ist richtig. Das ist eine grundsolide Emerald Flying V-Gitarre. Zusammengeschmolzen aus 1000 Jahre reinstem Heavy Metal. Und sie ist super winzig, also im Grunde für dich gemacht. Das ist echt das Metalhafteste, das ich je gesehen habe. Willst du sie haben? Na klar! Moment, Rockstar. Diese Gitarre gibt's nicht umsonst. Wenn ich sie dir gebe, dann bist du mir was schuldig. Cool. Und zwar zu einem Zeitpunkt und auf eine Weise, vor der dir grauen wird. Ja? Vielleicht möchtest du noch mal darüber nachdenken. Nee. Es kann jederzeit eintreten. Klar. Vielleicht schon morgen. Und zwar beim Battle der Bands. Alter, redest du noch? Du verschwendest wertvolle Zertrümmerzeit. Wollt's nur sagen. Super. Okay. Entsprechend der Geschäftsbedingungen von Steves Pfandleihgeschäft besiegeln wir jetzt diesen Deal mit dem Handschlag der Schrottigkeit. Und geh dur! Geh dur! Und du hast die Gitarre wirklich umsonst bekommen? Yep. Ohne einen Haken? Nee, es waren nur Gitarrenseiten dran. Welcher Schwachkopf würde dir denn eine Gitarre schenken? Der Typ. Der Typ! Okay, dieser Scheinwerfer geht. Hey, Buttercup. Yo, Steve. Schaust du dir das Battle der Bands an? Eigentlich will ich es ja selbst gewinnen, das Battle der Bands. Sorry. Alter, was soll das? Ich dachte, du hast mir die geschenkt, damit ich gewinne. Hey, die habe ich dir nicht geschenkt. Übrigens ist es Zeit, deine Schuld zu begleichen. Ich soll zahlen? Ich habe aber kein Geld. Buttercup, was ist hier los? Oh, ich brauche kein Geld. Ich brauche bloß einen Schlagzeuger. Und einen Bassisten. Buttercup! Die Sache hat keinen Haken, ha? Steve, was ist hier eigentlich los? Hey Mann, wir haben einen Deal. Ich habe dir die Gitarre gegeben und jetzt sind deine Schwestern Mitglieder meiner Band. Für immer! Verflixt, Buttercup, ich wusste, dass du dich auf was Böses eingelassen hast. Okay, Blossom, aber denk lieber erstmal die Sache durch, bevor du vorschnell darüber urteilst. Ich soll die Sache durchdenken? Du warst es doch, die... Wenn du zu meiner Band dazugehören willst, musst du natürlich auch so singen wie ich. Sag mal, was redest du denn da? Lass uns in Ruhe, du großer, gemeiner Kerl! Los, dann lasst uns gewinnen, Gempires! Tata, Buttercup! Viel Spaß bei deiner Solo-Karriere! Nein! Hilf uns, Buttercup! Oh, Buttercup, das ist das dritt- bis achtdümmste, was du bisher getan hast. Was habe ich mir dabei gedacht? Nicht viel, wie es aussieht. Oh.